Hallihallo und herzlich willkommen, du lieber Wassermann, hier bei mir und bei deinem Juni-Reading. Es wird mega spannend und du kannst mir jetzt schon glauben, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, was da kommt. Aber es ist großartig. Nur gleich vorweg, ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir kommentierst, wo du stehst, was dich so bewegt und meine Neugierde damit befriedigst. Aber mich natürlich auch unterstützt mit meinem Kanal, indem du ihn abonnierst, indem du eben kommentierst, indem du meinen Inhalt vielleicht auch teilst oder einfach auch likest. Ja, da freue ich mich natürlich sehr. Und ja, mehr in dem Fall ist einfach mehr, weil das ist einfach für meine Reichweite super. Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was im Juni jetzt alles zu dir kommen will und kann. So, ich habe schon gesagt, damit habe ich nicht gerechnet. Und zwar habe ich deswegen nicht damit gerechnet, weil so stark eine andere Energie hier drinnen mitschwingt. Ja, und zwar schauen wir uns das an. Wir haben hier drinnen verirrt in den Ruinen der Vergangenheit. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jetzt jemand aus der Vergangenheit hier auftaucht, ja, dass hier jemand aus der Vergangenheit dich vielleicht, ja, aus der Vergangenheit oder wo du schon abschließen willst damit oder wo einfach noch Themen der Vergangenheit, ja, hochgespült werden, wo es jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass du dich daran erinnerst, dass deine Stimme gehört werden will und gehört wird. Im Universum, ja, also gehört werden will, deswegen, damit du sie aussprichst, ja, und gehört wird, ja, und wir haben mit der 15, mit dem Wolf, mit dem spirituellen Lehrer, mit deinem Begleiter hier an der Seite, haben wir wirklich hier dieses, ja, trau dich nach deiner Seelenessenz zu rufen und dich von allen alten Strukturen und Stricken zu befreien, die dir da noch im Weg gelegen sind, Co-Abhängigkeiten, ja, Zurückhaltung, wir haben die Zurückhaltung hier drinnen liegen, ja, auch gerade in Liebesdingen, gerade in Verbindungen, irgendwie dürfte jetzt im Juni ein Schwerpunkt bei Verbindungen liegen, wo bist du echt, wo ist es eben noch nicht echt, nach was sehnst du dich vielleicht hier einfach auch und da liegt eine mega Transformation drinnen, dein Herz geht hier neu auf und dieses Kapitel wird hier erst neu beschrieben, das heißt, hier geht ein neues Kapitel für dich auf, in dem du Altes, was nicht mehr zu dir passt, wo deine Schwingung einfach nicht mehr gut durchfließen will, das geht jetzt heraus für dich. Wunder, wunder, wunderschön. Und es ist leichter, als du glaubst. Jeder Tag wird besser als der vorige sein. Ja? Lass dich drauf ein, es ist jetzt einfach eine Transformation, ein Umschwingen, damit du dich jetzt wirklich in deiner Ganzheit erfährst, damit du wieder verspielt leicht in diesen, ja, unschuldigen Neuanfang hineingeben gehen wirst, nachdem du dich, glaube ich, auch so sehnst, in deine Kraft, in deine Creation, in deine Schöpfungspower, einfach das, was du wirklich erleben willst, unschuldig frei, ja, und auch ungebunden, und da meine ich jetzt keine Partnerschaft oder Verbindung damit, sondern ungebunden an irgendwelche Konditionen, an irgendwelche Verstrickungen, die dich zurückhalten, die dir sagen, dass du noch nicht reif genug für irgendwas bist, dass das für dich nicht geht, dass das jetzt nicht geht, was auch immer, ja. Diese Strukturen, die gehen hier heraus, das sehen wir ganz eindeutig. Wunder, wunderschön. Was kommt hier aber hinzu? Und das ist ein Aufbruch, ja. Wir haben, sei über die dunklen Tage deines Lebens erhaben. Kämpfe nicht, sondern vertraue, das Licht kehrt immer zurück. Und das ist so ein inneres Standing, ja, dass du nicht in ein Fahrwasser hineinkommst, jetzt hier zu kämpfen oder irgendwie ins Strudeln zu kommen, weil irgendwas mit Kopf durch die Wand jetzt erreicht werden will. Um das geht's nicht, sondern erinnere dich an das Wasser, was fließt, ja. Wassermännchen, Wasser, was fließt, ja. So wie Fortuna, ja. Ist ja auch immer wieder, gibt's ähnliche Bilder von Wassermann und Fortuna, wo einfach dieses Füllhorn der Fülle über dich ausgeschüttet werden will, ja, und du darfst jetzt einfach deinem Körper vertrauen, wo ist dein Körpergefühl gut, wo ist dein Körpergefühl echt, was gibt dir Kraft, ja, aber auch, wo ist vielleicht dann noch so ein bisschen ein Haken drinnen, weil ganz oft hören wir auf unser Körpergefühl, auf unsere Komfortzone natürlich, wo es einmal eng wird zum Beispiel, wenn wir uns irgendwas Neues trauen wollen, ja, und dieses Körpergefühl meine ich nicht, weil da geht es schon darum, das dann zu durchbrechen und sich wieder aufzustellen und zu sagen, oh, Moment, das ist eine Angst, der lasse ich jetzt nicht Raum, ja, sondern da darf ich wieder vertrauen, ja, und geh in diese Freude, die hinter der Angst liegt, ja, das ist nämlich dieser magische Schlüssel, ja, dieses, wo will ich denn hin, was will ich denn wirklich erleben, dort, wo das Herz schneller schlägt, dort, wo die Freude drinnen ist, ja, und davor ist immer nur die Angst, ja, und wenn wir uns aber mit dem, was dahinter liegt, mit dieser Freude verbinden, ja, hat die Angst einfach keine Chance mehr, weil wir dann gehen, und das ist genau die Freiheit, wo du jetzt im Aufbruch stehst und dieses Konstrukt, wo du dich immer wieder
klein gehalten hast. Das ist irgendeine Partnerschaft, irgendein Mensch in deinem Leben, irgendeine Figur in deinem Leben. Ich krieg's jetzt wirklich, es kann ein Freund, es kann ein Ex-Partner, kann auch eine Frau, ja, die meisten Zuschauerinnen sind hier weiblich und hetero, aber es können ja 100.000 verschiedene Facetten, also das ist jetzt einfach eine Partnerenergie oder ein Mensch, der das sehr, sehr nahe gestanden hat oder immer noch steht, wo du aber so ein bisschen etwas nicht bekommst, wonach du dich sehnst oder etwas nicht da ist, ja, und dich das aber dann immer wieder in so einen Rückzug, ja, oder auch diesen Gegenpart quasi in einen Rückzug hineinbringt, wo einfach jetzt dieser Aufbruch daraus stattfindet, ja, weil diese Sehnsucht nach etwas, was jetzt nicht ist, brauchst du nicht, ja, sondern das eröffnen, wo du wirklich hingehen willst, wo du wirklich fließt, und das ist jetzt geil, weil du lässt dich hier auf dein Wachstum ein, besinnst dich wieder auf das, was du wirklich willst, beendest diesen Zyklus quasi, gehst in deine tiefen Gefühle hinein und machst somit deinen Hausputz und stellst dich auf in deiner Selbstmeisterschaft, und da kommt einfach Wachstum hinein. Wachstum in deinem Vertrauen, in deinem Glauben, in deine Gefühle hinein und auch in deine Wunscherfüllung. Das, was du tatsächlich wirklich willst. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht partnergebunden, sondern da geht es jetzt wieder nur um dich, weil da ist jetzt keine Partnerkarte gefallen, ja? Also die Worte nicht ummünzen auf den Part hier oder auf das, ja, sondern das als Lernfeld sehen, das ummünzen und wirklich jetzt deinen Weg für dich gehen und wirklich hier die Türen für dich einfach neu öffnen. Und da darf jetzt mal kommen, was zu dir kommen will, weil wir sehen, es geht um die Hingabe und um deine Weisheit, die hier geöffnet werden will und eben, dass hier eine Transformation zwischen Kopf und Verstand einfach, zwischen Herz und Verstand einfach stattfindet, weil hier der Wille einfach in eine Freiheit, in eine aus innen heraus funktionierende, der Weisheit folgenden Pfad umgelenkt werden will, was hier vorher noch nicht ganz war, zumindest in manchen Bereichen nicht, wo aber jetzt dein Herzblut auch ein bisschen mit drinnen liegt, ja? Was ist jetzt der unterbewusste Pfad der Hohepriesterin, und um was geht's da? Da haben wir die weibliche Energie und die Zurückhaltung, wo du jetzt in der Prüfung stehst, quasi hier jetzt wirklich die Dankbarkeit für dich zu eröffnen. Wofür bist du dankbar? Und gleichzeitig aber auch die Prüfung, dass du aus Dankbarkeit nicht etwas nicht verlässt, ja, ganz wichtig, weil du dann sonst nicht ins Erblühen kommst. Und dieses Learning darfst du hier noch für dich machen. Wunder, wunder, wunderschön. Ja. Was ist der helle Pfad der Hohepriesterin? Und da haben wir schon. Im Grunde, glaube ich, weißt du, dass hier irgendetwas blockiert, dass hier vielleicht auch vor irgendeiner positiven Wandlung eine Herausforderung liegt, ja, wo es jetzt ganz wichtig ist, dass du dir, der Situation und anderen Personen vergibst oder einfach Liebe hineinfließen lässt, ja, oder einfach das in eine Neutralität hinein begibst, ja, weil du weißt, dass das eine brenzlige Situation ist, die immer schon wieder war. Da wollte jetzt gerade die Herdplatten wollten jetzt gerade rausfallen. Wo es darum gegangen ist, vielleicht die Finger sich zu verbrennen, dann okay, erst denken, dann handeln, weil man vielleicht ja immer wieder in eine Situation hineingegangen ist, oder vielleicht gilt das auch für eine Person, die da einfach in der Selbstüberschätzung oder irgendwas ist hier nicht richtig, sagen wir es einfach so. Und ich habe das Gefühl, das weißt du, irgendwas ist hier nicht richtig, lassen wir es so stehen, was auch immer das ist, und das verhindert aber eine Situation. Vielleicht, wenn du jetzt in einer Partnerschaft bist oder wenn du an jemanden festhängst, ja, der dir einfach das nicht gibt, was du dir wünschst, dann kann hier auch gar nichts anderes hineinkommen. Oder du bist in deiner Umsetzung einfach hier auch verhindert. Aber ich habe das Gefühl, dass du hier auch, dass hier einfach was Schönes verhindert wird dadurch eben auch, ja, was auch immer das ist, ja, ob das jetzt für dich gilt jetzt alleine, ob das jetzt, ich habe aber das Gefühl, es schon irgendwie auch mit anderen Personen hat das zu tun, ja, etwas Großes, was zu dir will, etwas Gutes, etwas sich schön anfühlendes, etwas, was richtig stimmig ist, ja, das will zu dir, und da fehlt aber noch ein kleiner Prozess davor, und da stehe jetzt bitte zu dir, und das öffnet dir quasi die Tür. Ja, weil es geht jetzt wirklich darum, hier aus falschen Konstrukten, aus falschen Gedanken quasi einen Cut zu machen und dich jetzt ganz klar zu entscheiden, wo willst du hin? Wo willst du hin? Und darin liegt jetzt wirklich dein Geschenk und dein Lebenssinn. Und das ist auch das, was wir hier jetzt tatsächlich sehen an deinem nächsten Schritt. Du traust dich jetzt, deine Ängste vor tiefen Gefühlen oder deine Ängste, dir auch einmal die Gefühle anzuschauen, die nicht mehr stimmig sind. Ja, über die Regenbogenbrücke
abzugeben, um Neues zu empfangen, um dich jetzt klar aufzustellen und zu sagen, okay, ich muss nicht mehr bangen, ich bin loyal zu mir selbst. Ich gehe jetzt hier wirklich in die Selbstliebe hinein. Ich darf mich von allen Stricken und Strukturen befreien, weil ich bin ein schöpferisches, wunderschönes Wesen. Und damit sagt auch der Hohepriester, der Rat der Hohepriesterin, du bist nicht allein, schau in den Spiegel und schau drinnen, was da an farbenfroher Kraft in dir liegt und was für eine Verbundenheit und was für eine Kraft da mit dir ist, wenn du deine Flügel aufmachst und für dich fliegst. Wunder, wunderschön. Also eine geile Botschaft, du lieber Wassermann. Nimm dich selbst jetzt bitte wirklich ernst und nimm dich selbst in deiner Freude an und erlaub dir jetzt wirklich, deine Schwingen zu öffnen und für dich zu stehen. Ich hoffe, dass wir uns am 28. Juli mittlerweile dann sehen. Ich werde jetzt dann eh noch einen Post rausschreiben, wie das jetzt ist mit meinen Lives, dass wir uns da sehen, wo es wirklich darum geht, Human Design, psychologische Numerologie ein bisschen, ja, am Anfang einfach nur so spielerisch aufzumachen. Für alle diejenigen, die mein Buch haben, wissen schon, dass ich da vieles miteinander verbinde. Der Pure Soul Pioneer ist das. Und da jetzt einfach zu schauen, okay, wie kann ich jetzt Themen, die mich beschäftigen, ja, mit dem Gesetz der Polarität umdrehen, ja, im Kleinen. Es ist nicht das Mentoring, aber es ist schon eine Vorbereitung fürs Mentoring für alle, die auch mit mir gehen wollen. Finde ich es immer geil, wenn ihr vorher auch schon in solchen Dingen mit mir mitmacht oder ihr seid schon vorher mit dabei, weil am 31. Startet ja tatsächlich schon die Pure Transformation quasi in Selbstwärts wieder, einem Gruppenprogramm quasi, wo ich mit dir alles aufräume, was dir da noch im Weg steht. Aber das hast du wahrscheinlich schon im Community-Tab gesehen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, geh für dich und mach bitte das, was du wirklich jetzt von deiner Seele her erleben willst, ja, und vertrau dir und deiner Schöpfung und hör nicht mehr auf irgendwas zu, wo du merkst, dass dich das einfach klein halten will. Also bis dann, ich freue mich schon, schreib mich einfach an, wenn du in Kontakt treten mit mir willst, wenn du schauen willst, was da alles geht. Es geht jetzt wirklich darum, dass du dich wieder belebst und deine Schritte für dich gehst, so wie du dein Leben einfach leben willst. Bis dann. Papa. Mm-hmm.